Nur ein einziges Bild hat auf dem Kanal von San Diego wirklich Krasses bewirkt, meine lieben Freunde. Er hat sich mit seinem ehemaligen Freund, Kollege seit einigen Monaten wieder vertragen, meine lieben Freunde. Es herrscht wieder ganz normaler Kontakt zwischen den beiden. Kollege hat sich mit sehr vielen Shitstorms in den letzten Monaten wirklich eine, ja, ich würde mal sagen, von der schlechten Seite hat er sich gezeigt, meine lieben Freunde. Der Rapper San Diego hat wirklich sich nach ein oder anderen Songs sich hochgekämpft, hat sich hochgearbeitet als ehemaliger SpongeBoss, als SpongeBob hat er sich verkleidet und hat es wirklich der ganzen Nation gezeigt, dass er wirklich raptechnisch auf einem ganz anderen Niveau ist als viele, viele andere deutschen Rapper heutzutage. So wie Kollega ist auch er einer der krassesten Künstler meiner Meinung nach, was das Musikalische angeht, was den Double Time angeht, was den Rap-Strukturen angeht, was alles Mögliche, ja. Also da können wirklich gar keine anderen Rapper mithalten, meine lieben Freunde. Hast du bitte nochmal schnell weg. Rolle meine Mipala, komm mit die Bilder, zücke meine Namine mit der Kalibabala, deine Fahne, meine Nägel, deine Badika, zu Kilo, deine Familie, nehme die Kohle mit deiner lachende Miene, stärke in den Wagen, das Dollar, bis er lege mir die Bahn und gib mir Kumine, kannst du gerade in meine Brille dienen, deine Hut an alle, deine Buddies, illegale Ware, zünde meine Philipp Land, ab mit den Haze-Quan, Biatch. Schnell genug? Oder? Warte mal, du willst mal kommen, die Bälle zu kommen, nur mit der Kaliber, oder darauf alle mal? Schneiden wir raus, Digga. Der nächste Rapper, der mithalten könnte, wäre beispielsweise PA Sports. Also der ist auch wirklich, was Double Time und so weiter angeht, wirklich heftig. Also das Interesse für die beiden Rapper ist auf jeden Fall immer noch sehr groß. Auch ein Kollabo wäre für die Interessenten, Fans auch wirklich sehr interessant. Viele hatten nicht mehr daran geglaubt, dass wirklich Boss Aura 2 oder vielleicht auch eine Zusammenarbeit der beiden Rapper zustande kommen wird. Aber dieses Bild hat wirklich 1000 Worte gesprochen, meine lieben Freunde. Also bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Wer weiß, vielleicht ist das Album auch schon längst fertig, meine lieben Freunde. Hinweise gab es auf jeden Fall sehr, sehr viele in den letzten Monaten. Auch auf dem Kanal Felix Blume gab es immer wieder kleine Hinweise. Oder zum Beispiel in Interviews gab es hin und wieder von Kollegas Seite auch immer wieder kleine Andeutungen und Hinweise, meine lieben Freunde. Von San Diegos Seite aus gab es wenige Kommentare zu Boss Aura 2. Er konzentrierte sich in den letzten Jahren viel mehr auf seine Musik und auf seine Kollektion, auf seine ganzen Klamottenlinien. BBM ist die Gang. Es bleibt auf jeden Fall ziemlich spannend, meine lieben Freunde. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wenn es irgendwelche neuen News dazu gibt. Ich bin auf jeden Fall für euch immer am Start. Ihr wisst ja Bescheid, DOGG ist euer Rap Talk, Rap News Format. Ich bin euer lautes Organ und ich bin auch immer, immer für euch. Ja, das war's. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace. And out.